Es glänzt! Pass auf, du nimmst jetzt deinen Daumen, machst ihn ein bisschen nass und dann popelst du den ganzen Mist aus dir raus. Das will ich aber nicht! Tu es! Ich will nicht! Tu es! Ich kann nicht! Tu es! Okay, ich tu's! Gleich ist aus! Gleich ist aus! Gleich werden deine Augen ausgelöffelt, bin ausgestochen, Mann! Oder ja, was? Ganz ruhig, bitte chill mal. Ich will den Film auch genießen und er auch. Nein, nicht in den Kühlschrank! Nicht in den Kühlschrank! Geh nicht in den Kühlschrank, Mann! Nein, bitte nicht! Bro, chill! Okay, stopp! Stopp! Wieso machst du den Fernseher aus? Ist die Frage ernst gemeint? Nein! Doch! Oh. Du plapperst in einer Tour! Wir sind völlig ausgelockt von der Woche! Wir wollten ein paar Horrorfilme gucken, um runterzukommen, aber dir hat deine Mama keine Manieren beigebracht! Zieh meine Mama da nicht mit rein! Hört auf, euch zu schreien! Nein, doch! Oh. Ich bin verliebt, okay? Du bist verliebt? Ja, aber das ist nicht alles. Ich habe sie gefragt, ob sie mir ein Bionari vergeben kann. Was hat sie gesagt? Sie hat ja gesagt. Ach du Scheiße! Du bist im Arsch. Wer ist sie denn überhaupt? Ist mein Leben. Und wann gibt die dir Nachhilfe? In 2 Minuten. Willst du mich verarschen? Und wieso gucken wir einen Film, der noch 70 Minuten gehen würde? Um mich runterzubringen. Ich habe Angst, wenn sie da ist, dass etwas sich in meine Hose regt. Damn, du ekelhaftes Schwein. Dein Ernst? Sie gibt mir in Bio Nachhilfe. Und? Was habt ihr gerade im Bio? Sexualkunde. Damn, du bist sowas von im Arsch. Damn. Damn, wieso sagst du damn? Ach, nur so. Lass den Scheiß, das ist mein Bo... Sofort verstecken! Ja. Shit! Ich muss mal aufs Klo! Halt die Fresse! Ich mach jetzt die Tür auf! Ich muss aber wirklich aufs Klo! Halt es gefälligst ein, oder willst du der ewigen Jungfrau die Tour vermasseln? Hey. Hey. Alles klar, dann lass uns mal deine Note verbessern. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich bin ja für Integration. Was? Schon gut. Also lass uns dann einfach mal mit der Vulva anfangen. Was? Na, die Vulva, du weißt schon. Ein anderes Wort für das weibliche Liebesorgan. Vulva, also dass Vulva ein anderes Wort dafür ist. Es ist eigentlich super einfach. Du kannst einfach wie in der letzten Aufgabe das machen und da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Ich hab's gerade beigebracht. Ich bin einfach nicht so gut im Auswendiglernen. Naja, ist nicht so schlimm. Dafür könnt ihr ja andere Sachen gut. Was? Ach, schon gut. Also bei der Geburt öffnet sich der Geburtskanal, um dem Baby den Weg nach draußen zu ermöglichen. Aber ich habe dir auf Google ein paar Fotos rausgesucht. Oh mein Gott, was sind das für Bilder, Mann? Das ist alles ganz natürlich. Was ist das? Was ist das, Braune? Ach, naja, viele Frauen kacken bei der Geburt. Das ist aber ganz normal. Da sind viele Informationen dabei, bei denen ich gar nicht weiß, ob ich die wissen... Sag mal, hast du gerade... Nein. Okay, man hat aber gerade einen Furz gehört und ich... Was nicht? Ich hab wirklich nicht gehört. Wir sind schon seit dem 5. Schuljahr in einer Klasse und jetzt ist das erste Mal, dass wir miteinander reden. Ja, das stimmt. Ich bin aber auch sehr schüchtern. Ach, das musst du doch nicht sein. Du bist uns doch super ähnlich. Was? Schon gut, also sei mal ehrlich. Wieso hast du gerade mich gefragt für die Nachhilfe? Weil du wunderschön bist und weil ich pausenlos an dich denke.
Und ich denke auch pausenlos an dich. Lass uns Liebe machen. Also? Was also? Wieso du gerade mich nach Nachhilfe gefragt hast? Weil... Mach hinne, du ekelhaftes Schwein. Furzt hier die Bude voll, während unser Schokofreund eine alte flexen will. Abartig! Denkst du, ich mach das extra? Ich hab heute knapp 3 Kilo Haribos gegessen. Ich glaube, das war nicht gut. Wag es jetzt ja nicht, der Firma Haribo die Schuld für deine abartigen Furze in die Schuhe zu schieben. Das bist allein du! Pass auf, du nimmst jetzt deinen Daumen, machst ihn ein bisschen nass und dann popelst du den ganzen Mist aus dir raus. Das will ich aber nicht. Tu es. Ich will nicht. Tu es. Ich kann nicht. Tu es. Okay, ich tu's. Tut mir so leid, dass ich euch störe. Wer ist denn das? Ja, wer bist du? Ich bin ein guter Freund von Ben. Ich und noch ein anderer Freund, der heißt Andreas, haben uns in der Wohnung versteckt, während ihr über Vulvas geredet habt. Nicht, weil ich was Böses im Sinne hatte, im Gegenteil. Ben hatte mega Angst, dass er hart wird, wenn du da bist, weil er so nicht verliebt ist. Er hat dann versucht, sich abzulenken mit so einem Film, wo eine Frau Augäpfel essen wollte. Ganz schön abgefucktes Zeug. Jedenfalls, ich musste die Situation leider abbrechen, weil Andreas kriegt seinen Daumen nicht aus seinem verdammten Arsch raus. Da habe ich gedacht, vielleicht hat jemand von euch eine Zange oder Gleitgel mit? Ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Bleib doch noch. Ben ist so verrückt nach dir. Stimmt's, Ben? Stimmt das? Bist du wirklich verrückt nach mir? Ich weiß nicht. Ich... Keine falsche Scham, Bruder. Er hat ein ganzes Album von dir mit Bildern, die er heimlich von dir gemacht hat. Er liebt dich so. Alles klar. Ich bin weg. Das hast du ja ganz toll gemacht. Wirklich ganz toll. Ich? Ja, du hast sie ausgezogen mit deinen Blicken. Jetzt komm rüber, wir müssen Andreas Daumen aus seinem Po bekommen. Hey, Bertha. Haben Sie meine Unterwäsche gewaschen? So wie alles, was ich hier mache. Mit einem Lied auf den Lippen und Liebe im Herzen. Mal im Ernst. Ich habe einen Ausschlag auf meinem Privatgelände. Privat? Wenn Sie noch mehr von Ihren Hunden hätten, müssen Sie auch mal aufstellen. Ist das dein scheiß Ernst, du dreckiger Hu? Das war das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, es zu drehen. Vielen Dank an dich, Mariam. Vielen Dank an dich, Ben. Vielen Dank an dich, Andreas. Sehr wichtig, ihr müsst die ganzen Social Medias von denen auschecken. Das ist unten alles verlinkt. Ihr müsst jedem einzelnen folgen. Er hat ein neues Video gedroppt auf seinem Kanal. Unbedingt abchecken. Er hat ein neues Video auf seinem Kanal gedroppt. Unbedingt abchecken. Und Mariam droppt sowieso die ganze Zeit neue geile Videos. Deshalb checkt alle aus. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Okay. Mein Gesicht. Warte. Oh. Nee, ist doch noch zu. Oh. Ja, aber also so. Action. Und ich glaube, du hast einfach keine Manieren, weil deine Mutter dir keine beigebracht hat. Zieh meine Mama da nicht rein! Hört auf uns zu streiten! Ah, ich hab mich versprochen. Ja. Und. Was soll zu gucken, Mann? Aber wir gucken auf die Schuhe da oben rechts, okay? Bleib doch. Oh, Action. Sag doch mal, es lässt sich zu viel stehen. Okay, nochmal. Ha 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 ha!
Vulva. Also, Vulva, das Vulva ein anderes Wort ist. Ist das so?